Der mexikanische Bundesstaat Chiapas ist stark geprägt von indianischen Traditionen. Auch landschaftlich gesehen hat er einiges zu bieten. Und man findet dort eine unglaubliche Vielfalt an Pflanzen und Tierarten. Doch das, was Chiapas so einzigartig macht, sind seine Bewohner. Der Bundesstaat Chiapas beherbergt verschiedene Kulturen, Naturdenkmäler und geologische Formationen, die weltweit ihresgleichen suchen. Kaum eine Region ist so abwechslungsreich. Chiapas liegt im äußersten Süden Mexikos, an der Grenze zu Guatemala. Über die Hälfte seines Gebietes besteht aus bergigem Hochland mit tiefen Schluchten. Die berühmteste ist der Cañón del Sumidero. Am Eingang zu dem Tal mit den hoch aufragenden Felswänden wurde vor langer Zeit die Stadt Chiapa de Corzo gegründet. Von dort fahren wir eine halbe Stunde lang durch tief hängende Wolken bis zu einem Aussichtspunkt über dem Canyon. Der Cañón del Sumidero gehört zu einem Nationalpark und bietet den großen Vorteil, dass man ihn sowohl von oben, er ist etwa 1000 Meter tief, als auch von unten, vom Wasser aus betrachten kann. Wir haben das Glück, von einer einheimischen Archäologin begleitet zu werden, die uns alles erklärt. Die Aussicht von oben ist einzigartig. Auch wenn man das Tal schon kennt, begreift man erst hier so richtig, wie majestätisch und kraftvoll dieser Fluss ist. Die Schlucht wurde erstmals von einer einheimischen Forschergruppe namens Pañuelo Rojo vollständig durchquert und untersucht. Zuvor hatten das schon viele andere Forscher versucht, waren aber stets gescheitert. Die Mitglieder von Pañuelo Rojo hatten sich entschlossen, die Schlucht zuerst von oben genau zu untersuchen, bevor sie dann zum Nordende abstiegen, wo später der Chicoasén-Staudamm gebaut wurde. Sie durchfuhren die Schlucht und vermerkten alle gefährlichen Passagen in ihrem Bericht. Das war 1960. Wahrscheinlich haben Sie schon von der Stadt Chiapa de Corzo gehört, die am Eingang zur Schlucht liegt und eine wichtige Rolle spielte. Heute hat sie für die Region und den mexikanischen Staat Symbolcharakter. Genauso wie der Canyon, denn er gehört zu einem unserer wichtigsten Naturschutzgebiete. Er ist unsere grüne Lunge. Er bietet eine unglaubliche Vielfalt an Tieren und Pflanzen und ist berühmt für seine Naturschönheiten. Und die Stadt Chiapa de Corzo war eine wichtige Station an einer früheren Handelsroute. Bis heute ist sie ein Wirtschafts- und Kommunikationszentrum geblieben. Ich bin am Ufer dieses Flusses aufgewachsen und habe schon als Kind gelernt, mit dem Wasser umzugehen. Denn der Fluss ist für uns vor allem eine Nahrungsquelle. Er liefert uns Fische. Deswegen ist es wichtig, in Harmonie mit dem Fluss zu leben. Wir müssen ihn als Freund betrachten und genau kennenlernen. Denn er birgt auch Gefahren. Es gibt hier Stromschnellen und Strudel und es ist wichtig, sie zu kennen. Wir müssen den Fluss respektieren und uns um ihn kümmern, damit er unser Freund bleibt. Zum Glück wurde 1980 der Nationalpark gegründet. Er ist eine große Hilfe, um dieses Gebiet zu schützen und zu erhalten. Natürlich ist es nicht mehr so wie früher, aber jetzt tut man alles, um es für künftige Generationen zu erhalten. Ein paar hundert Meter unter uns liegt die Stadt Chiapa de Corzo an den Ufern des Rio Grijalva. Sie blickt auf uralte Wurzeln und Traditionen zurück. Aber ihre Hauptattraktion sind die Feste. Nirgendwo wird so gefeiert wie hier.
bitte. Es wird mit Kakaopulver vermischt oder pur getrunken. Das ist also das traditionelle Getränk in Chiapa de Corso. Es heißt Pozol. Und ich kann wählen zwischen einer dunklen Version mit Kakao und einer hellen. Zum Wohl. Ganz lecker. Es schmeckt. Ein bisschen wie ein dicker Kakao mit Maismehl drin. Man trinkt das auch zu Mahlzeiten, zu Empanadas oder Tacos. Sie hat das schon als kleines Kind getrunken. Gewöhnlich wird es morgens zum Frühstück serviert. Und zwar ganz traditionell in der sogenannten Jicara, einem ausgehöhlten Kürbis. Nur dann ist es wirklich authentisches Pozol. Es macht ziemlich satt. Pozol ist ganz schön nahrhaft. Damit werden die Kirchen dekoriert. Diese Gebinde aus Früchten sind sehr kunstvoll. Sie werden in den einzelnen Stadtvierteln gefertigt und dann in die Kirchen gebracht. Vorher wird vereinbart, wer welche Kirche dekoriert, damit man sich nicht in die Quere kommt. Solche Dekorationen werden während der Feiertage in großer Anzahl hergestellt. Wunderschöne Arrangements aus Limetten, Ananas, Bananen, Kokosnüssen. Und jedes Viertel versucht, die anderen zu übertreffen. Die Menschen ziehen durch alle Straßen und feiern. Das ist eine Art Willkommensgruß an den Schutzpatron, dem das Fest gewidmet ist. Es findet einmal im Jahr statt. Sie ziehen zu der Kirche dort. Das ist eine der Traditionen in Chiapa de Corso, zur Eröffnung der Fiesta zu Ehren des heiligen Sebastian. Das da vorne sind die Stimmungsmacher. Diese riesigen Figuren ähneln ein bisschen unseren Clowns. Sie sollen die Leute unterhalten und für Stimmung sorgen. Wir verlassen das Festgetümmel und machen eine Bootsfahrt durch den Canyon, um die steilen Felsen, Felszeichnungen und die vielfältige Fauna und Flora zu bewundern. Zum Glück sitzen wir im Boot. Noemi hat mir erzählt, dass sie hier geboren und aufgewachsen ist, direkt am Flussufer. Der Rio Grijalva entspringt in Guatemala, ist ca. 700 Kilometer lang und mündet in den Golf von Mexiko. Über diese Brücke gingen alle Chiapas, die nach Tuxtla wollten. Man sieht noch die Überreste der alten Brücke, diese rostigen, orange-roten Metallstreben. Die neue Brücke wurde 1950 gebaut. Hier gibt es viele Kormorane. Sie sind meistens grau. Und gerade haben wir Truthahngeier gesehen. Sie spielen eine existenzielle Rolle für den Erhalt der Landschaft des Cañón del Sumidero. Dieses System aus Tier- und Pflanzengemeinschaften ist sehr wichtig. Das Fleisch toter Tiere wird von den Geiern entsorgt und das Ökosystem bleibt dadurch im Gleichgewicht. In diesem Abschnitt der Schlucht wimmelt es nur so von Krokodilen. An den Ufern kann man Leguane beobachten. Und dazu viele verschiedene Vogelarten, darunter Kormorane, Reiher und gelegentlich sogar Ibisse. Erstaunlich, dass diese Vögel trotz zunehmender Wasserverschmutzung überleben. Auch die Krokodile wirken gut genährt. Sie fressen hauptsächlich Fische und deren Bestand hat ziemlich abgenommen. Trotzdem kann man hier immer noch außergewöhnliche Tiere beobachten. Das Gebiet steht mittlerweile unter Naturschutz. Man darf nicht herumwandern, sondern muss im Boot bleiben.
So bleibt die ursprüngliche Landschaft erhalten. Diese Felsen sind uralt. Das ist Kalkstein, über 100 Millionen Jahre alt. Aber die Schlucht ist erst vor rund 15 Millionen Jahren entstanden. Der Kalkstein hat sich gehoben und der Fluss hat sich mit der Zeit hindurchgefressen. So entstand diese tiefe, enge Schlucht. Man kann verschiedene Kalksteinschichten erkennen. Diese Felsen hier bildeten einstmals den Meeresgrund. Und hier haben wir Regenwald. Woher ich das weiß? Weil es hier Affen gibt. Die Luftfeuchtigkeit ist sehr hoch. Hier fallen über 2000 mm Regen pro Jahr. Und viele verschiedene Baumarten wachsen in diesem feuchten Klima. Hier lebt eine Mischung aus vielen verschiedenen Ethnien. Dazu gehören die Nachfahren von Olmeken, Chiapanecos, Soke und Maya. Diese Wasserstraße sorgte für den Austausch von Kulturen, Waren und Wissen. Es gibt noch Überreste der Olmekenkultur, zum Beispiel Darstellungen der Gottheit Tlaloc, sehr stilisierte Steinskulpturen. Die stärksten Spuren haben die Chiapanecos hinterlassen. Sie haben gegen die spanischen Conquistadores gekämpft, die 1521 hier einfielen. 1527 begingen sie Massenselbstmord und stürzten sich in den Cañón del Sumidero, um der Versklavung durch die Spanier zu entgehen. Dieses Volk der Chiapanecos, dessen Geschichte Noemi erforscht, ist bis heute ein Rätsel geblieben. Man weiß nur, dass diese Menschen bei der Ankunft der Spanier hier lebten und weder zu den Olmeken noch zu den Mayas gehörten. Vielleicht waren sie aus Nicaragua eingewandert. Deshalb sind Noemis Studien wirklich hochinteressant. Und vielleicht kann sie auch herausfinden, ob diese Felszeichnungen von ihnen stammen. Momentan sieht das ganz so aus. Einige der Felszeichnungen liegen weit über dem jetzigen Wasserspiegel, denn der Fluss verlief früher viel höher. Dadurch sind die Zeichnungen geschützt, denn Graffiti-Künstler können sie vom Wasser aus nicht erreichen und verunzieren, so wie es mit tiefer liegenden Zeichnungen geschah. Die höher liegenden sind gerade noch zu erkennen. Diese Felsformation hat den treffenden Namen Weihnachtsbaum. Noemi hat mir erklärt, dass während der Regenzeit, also nicht jetzt, denn im Januar herrscht Trockenzeit, wahre Wassermassen hier hinunterstürzen und sich daher solche Höhlen bilden. Die Vegetation ist unglaublich. Hier wachsen Gräser, Flechten, Moose. Ich habe auch farnähnliche Pflanzen gesehen. Dazu kleinere Bäume, Büsche. Ein wahrer Garten Eden. Von Chiapa de Corzo aus folgen wir einer ehemaligen Fernstraße ins Hochland, dessen Bevölkerung hauptsächlich aus indigenen Ethnien besteht. Ende der 1990er Jahre war das die Keimzelle für eine starke indianische Revolutionsbewegung, die Zapatistas. Ihre sorgfältig geplanten und von Waffengewalt unterstützten Aktionen erschütterten die mexikanische Gesellschaft bis in ihre Wurzeln und wirken bis heute nach. Wir dürfen eine der typischsten indianischen Städte der Gegend besuchen. Der Ort Tenejapa liegt ebenfalls im mexikanischen Bundesstaat Chiapas. Ein Bergstädtchen wie tausende andere in Mexiko, umgeben von Kiefern und Eichen. Und doch ist Tenejapa etwas ganz Besonderes. Es ist eine durch und durch indianische Stadt. Eine Stadt, in der eine Fiesta gefeiert wird, wie ich sie noch nie erlebt habe. Und Sie vermutlich auch nicht. Unsere Führerin durch diese unbekannte Welt ist die amerikanische Anthropologin Jillian Huber. Sie kennt sich hier aus und die Indianer vertrauen ihr. In Tenejapa wird das Wesen der Maya-Kultur aufrechterhalten. All das, was wir von unseren Vätern und Großvätern gelernt haben. Dazu gehören zum Beispiel die Mayordomos, eine Art Zeremonienmeister. Sie überwachen und leiten die traditionellen Riten und Handlungen während der Festlichkeiten. Im Moment findet in diesem Haus eine Eröffnungszeremonie statt. Sie sind gastfreundlich. Schaut nur die Farben.
Neben mir sitzt der Kulturreferent. Das ist in dieser Stadt mit rund 3000 Einwohnern ein sehr wichtiges Amt. Und seine Aufgabe ist gar nicht so einfach, denn er koordiniert all die Mayordomos, die dafür sorgen, dass die Zeremonien reibungslos ablaufen. Und in dieser Stadt gibt es jedes Jahr 10 solcher Fiestas. Während dieser Zeremonie wird Posch getrunken. Aber wir trinken immer nur wenig und stecken die Flaschen wieder weg, damit der Festakt nicht gestört wird. Auf ihr Drängen hin habe ich Posch probiert und finde es wirklich sehr gut, auch wenn es erst 10 Uhr vormittags ist. Die Mayordomos kümmern sich hauptsächlich um die Sicherheit. Sie sorgen dafür, dass den Kostümen und dem Halsschmuck der Heiligen nichts passiert. Außerdem sind sie für die Dekorationen zuständig, für diese Gebinde aus Kiefernzweigen und Früchten, mit denen sie den Altar in der Kirche schmücken, in dem die Kostüme der Heiligen aufbewahrt werden. Außerdem überwachen sie die Vorgänge in der Kirche. Am Mittag des Tages der Fiesta werden die heiligen Figuren durch die Hauptstraße der Stadt getragen. Es gibt 9 Gruppen, die jeweils unter Aufsicht eines Mayordomo mit ihrer Jungfrau oder Heiligenstatue durch die Stadt ziehen. Im Inneren bilden Arrangements aus wildwachsenden und kultivierten Früchten den schmückenden Rahmen für die Figuren von Josef und Maria. Diese Frauen bringen die Kostüme für die heiligen Figuren in die Kirche. Sie tragen große Bündel mit Kleidern, mit denen die heiligen Figuren und andere heilige Objekte geschmückt werden. Der Schutzpatron des Ortes heißt San Ildefonso. San Ildefonso ist also der Schutzpatron dieser Stadt. Derjenige, der das Kreuz trägt, hat eine besonders wichtige Position. Er ist sozusagen eine der Hauptpersonen der Fiesta. In dieser Stadt sind die Mayordomos eine Art Anführer, die sich um die Heiligen kümmern. Jeder Mayordomo ist für einen bestimmten Heiligen zuständig. Und eine sehr wichtige Aufgabe der Mayordomos ist es, dreimal im Jahr die Kostüme der Heiligen zu waschen, an einem ganz bestimmten Ort. Jede Zeremonie wird von den Musikern eröffnet. Ohne Musiker gibt es keine Zeremonie. Die Bromelien, die man hier immer wieder sieht, der Herr neben mir ist einer der Mayordomos, werden sehr verehrt. Sie wachsen wild, sind sehr robuste Pflanzen und die Blüten welken nicht. Außerdem sind sie leuchtend rot. Solche großen, dauerhaften Blüten sind selten und sehr gesucht. Wer so eine Bromelienblüte trägt, ist auf jeden Fall eine wichtige Person. Und nur Männer dürfen sie tragen. Wir erleben hier ein gesellschaftliches Ritual, bei dem verschiedene Dinge zusammenkommen. Es symbolisiert die Vereinigung mit der Natur, aber auch die Vereinigung mit den Heiligen, mit dem Leben und allem, was das Leben ausmacht. Gerade eben wurde uns Coca-Cola angeboten, was vielen sicher sehr seltsam vorkommt. Aber das soll anregen, die Sinne stimulieren. Und vorhin waren wir in der Kirche, wo Musik gespielt und getanzt wurde. Das war sehr rhythmisch. Und dieser Rhythmus geht einem sofort ins Blut. Außerdem gibt es Posch. Alkohol. Ja, ein Getränk. Ein ganz schön starkes. Ja, auch das belebt die Sinne. Als wir in die Stadt kamen, hat uns der Kulturreferent empfangen und durch die Straßen geführt. Und auch durch diese unglaublich schmale Gasse werden nur ganz bestimmte Leute da durchgeführt. Was für Leute sind das? Ja, das ist fast, als ob man in eine andere Dimension käme. Man verlässt das öffentliche Leben, lässt seine öffentliche Persönlichkeit hinter sich und folgt seinem inneren Geist. Das symbolisiert der Gang durch diese Gasse zum Yentre.
Zum Mutterleib. Ja, genau, in den Mutterleib, wo unser aller Anfang liegt. Das symbolisiert dieses Ritual. Irgendwann haben die Frauen zu mir gesagt, du sollst auch dabei sein. Damit habe ich die Rolle als Dozentin an der hiesigen Universität und die Menschen, die mich dort umgeben, hinter mir gelassen und wurde zur Frau. Auch das bedeutet dieses Ritual. Es feiert das Leben und die Lebenskraft. Die Unterteilung ist ganz offensichtlich. Frauen auf der linken und Männer auf der rechten Seite. So ist das ganze Leben hier organisiert. Dass die Frauen mich mit einbezogen haben, bedeutet sehr viel. So bekomme ich einen Zugang zu ihnen. Frau zu sein bedeutet hier, Kinder zu haben, verheiratet zu sein. Die Frauen essen erst, wenn die Männer gegessen haben. Wir kennen das aus östlichen Kulturen und würden es als Diskriminierung empfinden. Aber für die Menschen hier ist das ganz natürlich. Die Leute haben uns begrüßt und dann haben wir jeden einzelnen von ihnen begrüßt. Sie fühlen deinen Puls, verstehst du? Sie fühlen deine Kraft, sie spüren, was in dir steckt, was du tun kannst, was du sagen willst. Sie haben diese Verbindung zur Erde, zu dieser nie endenden Lebensader. Jede Familie steht in Bezug zu einer Wasserstelle, zu einem Lebensbereich, zu ihren Vorfahren, zu der Kraft der Natur. Dadurch verweben sich diese Familien zu einem übergeordneten Clansystem. Und dieses Clansystem steht in Bezug zu einem Schutzheiligen, der über das Leben dieses Clans wacht. Und sie haben ihre eigenen Götter. Die Luft, die Sonne, alle Elemente spielen eine bestimmte Rolle, so wie auch jede Familie in der Gemeinschaft eine bestimmte Rolle übernimmt. Sie leben zusammen, aber jeder Einzelne hat seine individuelle Rolle. Er meinte, mein Hut sei typisch amerikanisch. Aber das stimmt nicht. Er ist aus Australien und ich habe ihm das Hutband gezeigt. Da steht nämlich Made in Australia. Da hat er seinen Hut abgenommen, auf ein fiktives Hutband gezeigt und gesagt, Made in Tenechapa. Sie finden uns so interessant wie wir Sie. Das stimmt. Da hast du absolut recht. Sie wollen wissen, wie wir sind. Das ist warm und schwer. Nachts könnte ich das vielleicht tragen, aber in der prallen Sonne fühle ich mich damit wie ein Opferlamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Deine sehen nach Schuhgröße 6 aus, aber ich habe 9,5. Die hier sind Größe 7, aber immer noch verdammt eng. Da hast du eindeutig den besseren Deal gemacht. Da herrscht eine bestimmte Hierarchie. Es gibt einen ersten und einen zweiten Majordomo, die beide einer Zeremonie beiwohnen. Auch die Musiker spielen eine wichtige Rolle. Und die Frauen, die Ehefrauen der Majordomos ebenfalls. Es geht um die Zeremonie als Ganzes. Auch die Dekoration ist wichtig. Der Altar wird mit Kanchi geschmückt, einer Waldfrucht. Und das Kopal? Ja, Kopal, das Baumharz, ist auch ein wichtiges Element. Eine Opfergabe an den Heiligen, in diesem Fall San Alonso. Ich habe 4 Jahre lang Archäologie studiert. Und die Archäologie geht noch viel weiter zurück als das, was wir hier sehen. Sie geht über die Anfänge unserer Zivilisation hinaus. Das muss man sich immer bewusst machen. Wir stammen von dem Maya-Volk der Tzeltal ab, die in der sogenannten präkolumbischen Zeit hier lebten. Und was wir hier sehen, ist das Ergebnis der Entwicklungen, die unsere Kultur im Verlauf der Zeit durchgemacht hat. Das ist in Wirklichkeit eine Maya-Kultur. Die erleben wir tagtäglich und jetzt im Moment ganz speziell bei jeder dieser Zeremonien und Rituale, die die Majordomos durchführen. So ist das. Wir sind ein Produkt der Weiterentwicklung der sogenannten präkolumbischen Maya-Kultur. Thank you.
Im Westen des Bundesstaates Chiapas leben hauptsächlich Mestizen. Aber im Hochland im Südosten dominieren die indigenen Volksgruppen, die Originarios. Hier werden die Traditionen aufrechterhalten, aber auch die Konflikte zwischen den Ureinwohnern und der Regierung.